Es zwitschert in der Kleingartenanlage. An einem Wochentag im Mai, so gegen 9, ist dort, wo am Wochenende einiges los ist, alles still. Zeit für alle, die im Frühling viel zu tun haben. Die Vögel eilen aufgeregt von einem Ast zum nächsten. Gefundene Leckerbissen werden in das wochenlang mühselig gebaute Haus im Baumsturm befördert. Feuerkäfer rennen über den sonnengewärmten Boden. Eine Amsel singt auf der großen Tanne. Hinter den akkurat beschnittenen Hecken zeigen sich Kirsch- und Apfelbäume in schönstem Rosa und Weiß. Wieder einmal eine schönste Zeit in der Kleingartenanlage. Und in dem Aushangkasten erinnert ein Zettel daran, dass hier in anderen Tagen auch Menschen sind. Wir fordern daher alle Gartenfreundinnen und Gartenfreunde jetzt zu Saisonbeginn auf, alle illegal unterstrichen, aufgestellten, oben genannten Geräte sofort zurückzubauen. Wir appellieren an eure Vernunft und bitten euch, dies zeitnah umzusetzen, um eventuelle Zwangsmaßnahmen zu vermeiden.